und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das nenne werde, aber in dem Format rede ich einfach mal über alle möglichen Themen und es laggt gerade. Sorry, wenn es jetzt bei euch so ekelhaft laggt. Ich habe gerade keinen Plan, warum. Und im Hintergrund spielen wir ein bisschen Hide and Seek. Boah, das geht ja gar nicht klar. Das geht ja richtig nicht klar. Ich gucke mal, ich stelle mich jetzt eh gleich hin und dann passt das. Heute rede ich einfach mal darüber, wie kam ich zu Minecraft? Wie kam ich da drauf? Wie habe ich angefangen? Und ja. Deswegen, ja, ich stelle mich jetzt einfach mal dahin. So. Also dann kann ich mir einfach mal anfangen. Ich kam auf Minecraft, also zum ersten Mal Minecraft, habe ich gesehen bei Dena, bei Megaprojekt. Da war ich so in YouTube so mit YTT so am gucken und dann bin ich plötzlich so auf Dena gekommen. Da hatte, wie viel hatte er da, wie viele Abos, 200.000 oder so. Und dann habe ich noch bei anderes Megaprojekt gesehen, habe ich gedacht, ja, die klaue ihm das Format und so. Da wusste ich noch nicht, dass es so ein Gemeinschaftsprojekt ist von ganz vielen YouTubern. Und dann habe ich das einfach mal so fertig geguckt, dann habe ich auch die letzte Folge geguckt und so und habe ihn dann immer weiter verfolgt. Und irgendwann kam ich dann auch zu Gronkh, also der war mir vorher schon ein Begriff, aber ich habe bei ihm keine Minecraft-Let's Plays oder so geguckt. Der war mir irgendwie vorher schon ein Begriff und dann habe ich eben bei ihm auch die Minecraft-Folge geguckt, eigentlich alle wirklich, also so ziemlich alle, die ich irgendwie... Ja, ich habe eigentlich jeden Tag eigentlich eine Folge Minecraft geguckt bei ihm. Und dann kam natürlich noch Simon dazu, also ungespielt, ungefilmt, wie man ihn auch immer nennen will. Und ja, den habe ich dann auch noch dadurch kennengelernt, durch das Megaprojekt auch und dann durch Hero natürlich. Das habe ich dann auch total lang verfolgt, da hatte ich aber noch selber kein Minecraft, weil ich einfach mir zu faul war, mir das jetzt zu kaufen. Und ich hatte einfach... Ich habe es dann immer wieder vergessen und wieder keine Zeit gehabt und einfach keinen Bock mehr gehabt und so. Zwischenzeitlich war ich auch nicht wirklich so begeistert von Minecraft, also zum selber zocken. Und dann kam die Zeit von Ender Games natürlich noch. Das habe ich dann auch verfolgt wie sonst noch was, wenn das irgendwo jemand hochgeladen hat. Und irgendwann kam dann die Zeit, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kaufe ich mir Minecraft, jetzt kaufe ich mir wirklich. Und seit ich Minecraft habe, seit Anfang 2014 oder Ende 2013 sogar, zocke ich Minecraft nur noch, ausschließlich irgendwie. Also ich glaube, ich habe vielleicht, wo ich im Urlaub war, so 3 Wochen lang oder so nicht gezockt, aber sonst eigentlich ziemlich regelmäßig gezockt. Also das Spiel macht mir so unglaublich viel Spaß, das ist so brutal. Und dann habe ich hatte früher, gab es so eine Demo-Version von der Minecraft Pocket Edition, die habe ich mir auch noch runtergeladen und hab so ein bisschen ausprobiert, was man mit Minecraft alles machen kann. Und ja... Dann bin ich irgendwie da zu Minecraft gekommen und dann natürlich Varo, dann natürlich, dann Aura. Habe ich alles verfolgt und nebenher halt noch mitgezockt und so. Und habe mich ja immer mit dem PvP-Technische immer weiterentwickelt und so. Und ja. Deswegen, ich fand eigentlich Minecraft, also wo ich es anfangs gesehen habe, richtig ekelhaft. Scheiße. Also das, ich konnte mir nicht vorstellen, wie so ein Blöckchenspiel interessant sein kann. Und ja, dann war ich irgendwie nicht so begeistert von dem. Ich jag jetzt den Zickrauch. Okay, nee, doch nicht. Ich renne lieber mal dem anderen dahinterher. Der Workbench. Wie sieht denn das aus, Ja, so. Lauf mal doch. Nein! Du schlägst mir jetzt nicht. Wie gesagt, ich fand es also zuerst, war das einfach schlimm. Und dann irgendwann. Hat sich das dann so entwickelt? Irgendwann habe ich gedacht, oh ja, da kann man doch was ganz Cooles machen. Und ich die ganze neue Spielmodus durch Modis durch GommeHD.net vor allem noch. Ja, danke für den Doppelhit. Da wird Minecraft bei mir interessant irgendwie. Und ich bin auch nicht so der gerne in so Singleplayer-Welt irgendwas baut. Das war jetzt komisch, aber gut. Ich bin eher so der ja. Auf Server spiele. Also ich spiele nicht gerne alleine irgendwie so in so einer Singleplayer-Welt und farm da stundenlang. Ich denke mal, das hat mir in Speedrun gut, da hat man natürlich einen, der einem natürlich irgendwie zur Seite steht oder so. Oder der halt irgendwie mit einem reden kann, weil sonst finde ich, also Farm ist für mich das Langweiligste, was es je gäbe hat. Das ist echt schlimm.
Aber wenn man so einen Partner hat zum Reden oder so, dann ist das ganz interessant und so. Und dann macht es auch Spaß, dann kriegt man das irgendwie nicht so mit, was da abgeht. Also, man kriegt schon natürlich mit, was laber ich da für eine Scheiße. Oh, da war echt einer, das war tatsächlich einer, tatsächlich, du. Okay, es lägt's wieder. Dankeschön, meine Graf, dankeschön. So, ich lasse es ein bisschen auskurieren, so. Und, ja, was kann man da noch dazu sagen? Eigentlich nicht mehr viel, okay, jetzt habe ich sogar welche gewonnen. Also, nee, was? Habe ich die Sieger gewonnen oder die Heider? All remaining Heiders get... Okay, die Heiders habe ich gewonnen. Also gut, Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es jetzt mit der ersten Folge von dem neuen Format. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich das nenne. Wert vielleicht Erzählstunde oder so irgendwas. Oder keine Ahnung. Ja. Das, ja, werde ich mir noch überlegen. Und es kommt jetzt zwar nicht regelmäßig, aber ich werde immer mal wieder so... vielleicht jede zweite Woche oder so, über irgendein Thema labern, über irgendwie, wie ich zu irgendwas gekommen bin, warum ich sowas mache und über auch irgendwelche Themen, die gerade aktuell sind oder so, wenn mir gerade nichts einfällt über mich oder so. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.